Zum Schneiden in Stufe 2 schließen Sie das Kabel mit der Klemme an das Metall an. Setzen Sie die Schutzkappe auf. Starten Sie den Brenner. Stellen Sie die Stromanzeige der Stufe 1 in Position 6 ein. Lassen Sie die Spannung auf 210 bis 220 Volt. Dann stellen Sie die Stromanzeige der Stufe 2 in Position 6 ein. Ziehen Sie die Handschuhe und die Schweißmaske an. Schneiden Sie die Metalle über 3 mm Dicke in der Stufe 2. Für das Umschalten in die Stufe 2 und die Vergrößerung der Schneidestärke nähern Sie die Fackel zum Metall, damit der Lichtbogen sich mit ihm verbindet. Halten Sie den Brenner senkrecht zur Oberfläche. Behalten Sie eine Bewegungsgeschwindigkeit des Brenners, bei der es keine Unterbrechung des Lichtbogens gibt. Für die Stabilität des Prozesses entfernen Sie die Düse vom Brenner nicht weiter als auf 1,5 bis 2 mm vom zerschnittenen Metall. Im Falle der Unterbrechung des Lichtbogens nähern Sie die Fackel dem Metall, um den Lichtbogen wiederherzustellen. Für die Abschaltung der Stufe 2 drücken Sie den rechten Stromstärkeregler, bis die Beleuchtung der Stromanzeige verschwindet. Nach dem Arbeitsende kühlen Sie den Brenner ab.